Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Kennt ihr auch Strukturen? Ja, macht das bitte, löscht das bitte gleich. Dieses Strukturenwort ist falsch, oder was? Dann fangen wir halt jetzt gleich an, oder was? So. Das löscht ihr dann aber. Red doch nicht rein, ich wollte jetzt gerade anfangen. Hallo, ab dem Moment, wo ich anfange, wieder, wollte ich anfangen. Ramses. Du bist nicht Ramses, ich weiß, wie der aussieht. Hallo, ich bin's wieder, euer Hannes. Du hast viel zu viel Haare, ja? Nee, genau. Ja, auf jeden Fall. Hallo, ich bin's wieder, euer Musa. Genau. Euer Pommes. Fertig, so. Guckt mal, wie dunkel es jetzt schon ist wegen euch. Ihr seid schuld, dass es jetzt so dunkel ist und damit müsst ihr jetzt leben. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben wieder ein kleines Bier-Tasting für euch vorbereitet. Das wird das sinnloseste Bier-Tasting of the world. Aber weil der Wusa gesagt hat, ihr habt jetzt so viel getrunken, ihr müsst noch mehr trinken, haben wir gedacht, wir hängen noch das Oster-Tasting hinten dran. Dabei habe ich hier was vorbereitet. Bam! Das ist das Osterei für Männer. 8-mal Pilz für den Osterspaß. Und wenn ihr das Video jetzt nach Ostern guckt, dann guckt es am besten erst an Ostern. Oder wenn ihr euch den ganzen Tag die Eier anmalt, dann guckt es halt den ganzen Tag. Ihr seid eh die Besten. Ich liebe euch so. Das muss ich mal sagen. Hier ist ein Nibbel. Den zieht man vor. Das klappt mal hoch. Hier lascht man es rum. Da macht man auch hier. Grüße an die Leonie. Genau. So, fertig. Und dann haben wir hier nämlich 8 Flaschen Osterspaß, das Osterei für den Männes, ne? Jetzt denkt ihr, das sind 8 verschiedene Bier. Wir denken das auch, aber wie es wirklich ist, sehen wir dann am Ende. So, Hannes, ich gebe dir jetzt erstmal hier das. Warte mal, da muss ich mitgucken. Ich habe auch das. Du bist der Osterei-Beauftragte. Hasenpfeffer. Wir haben jetzt hier Hasenpfeffer. Das ist das erste Bier, was wir tasten von Edition Spaßbiere. Osterei für Männer mit 4,9%. Diesmal ordnen wir nicht nach Prozent, wir nehmen einfach, wie es drin war. Was macht denn der da? Hör auf zu ordnen. 4,9% Hasenpfeffer. Wie findet ihr das Etikett? Das ist ein Hase, der hat ordentlich Pfeffer. Wir machen das jetzt mal auf. Oh, ich habe mein Feuerzeug gar nicht mehr, du. Das hat wohl der Murat mitgenommen. Jetzt machen wir das mal auf. Zack, ihr habt es. Du mit viel Style. Ja, Dankeschön. Kannst du es auch mal aufmachen, genau. Warum hast du das jetzt rausgeholt? Was ist denn mit dir nicht richtig? Jetzt ist doch die Überraschung weg. Ich dachte vielleicht, die sah noch eins für mich dabei, aber. Was für ein Zufall! Ich sehe gerade an dem Rücketikett, die haben alle 4,9%. Lasst euch das mal sagen hier. Wir schenken jetzt erstmal den Osterpfeffer ein. Das ist bestimmt ein Osterbier mit pfeffriger Note. Da kann der Starbeauftragte gleich mal googeln und schauen, genau, wie viel Pfeffer in dem Bier wirklich enthalten ist. Hier hast du noch einen Hannes, seinen Restschluck. Jetzt guck, er haut ab. Verdammt nochmal, ich hab's gewusst. Da schenke ich dir von mir noch hier einen Beidel ein. Okay, ja. Zack, das ist der Pfefferbeauftragte. Ach, der Hasenpfeffer. Hasenpfeffer mit dem grünen Etikett. Ich sage mal Prost. Der andere ist abgehauen. Auf die Dicken. Das heißt, wir haben nur 2 Meinungen jetzt, weil der Starbeauftragte erfüllt seinen Job nicht. Auf die Dicken einfach. Ah. Oh Scheiße, ich habe zu viel getrunken jetzt. Du musst einen Schluck trinken, da musst du ein Feedback abgeben und dann musst du es nochmal nachspülen. Ich liebe es. Der Hannes zieht immer. Es ist wie ein helles. Wie ein helles? Ja, aber es ist doch schon dunkel. Guck doch mal, vorhin war viel mehr Licht da. Ja, macht nichts, aber das Bier ist wie ein helles. Es ist gut. Ich habe gar nicht gesagt, dass das klar ist, dass das hell ist, dass man da durchgucken kann, dass das Schaum hat, dass es einfach nach Bier riecht. Ja. Und dass jetzt der Osterbeauftragte Stabhochspringer vielleicht von seinem Schluck Bier einen Schluck Bier nimmt und dann sagt, wie es ihm schmeckt. Hannes sagt, es ist ein helles. Ja, es ist wie ein helles. Nee, wir haben das schon hier. Ja, das ist aber gut. Wir sind schon durch. Ich erinnere mich noch ganz vage an die IPA, an die Stone IPA, die mal ungefähr vor eine halbe Stunde getestet haben alle. Das ist auf jeden Fall nicht herb, das ist nicht bitter, das liegt nicht auf der Zunge,
das kann man trinken. Das schmeckt wie Bier. Komm her. Das ist ein normales Bier, schmeckt ein bisschen wie ein Exportbier, finde ich. So. Was ist denn das für eine Aufteilung hier? Das ist ja nix. Da hätte er Handgesamfte das ganz reinziehen müssen. Der mag's nicht mehr. Oder wie so ein Exportbier ist es vielleicht eher so Sterni in die Richtung vielleicht. Aber es geht aber auch schon langsam ins Helle. Ne? So, nach Pfeffer hat es jetzt nicht geschmeckt. Vielleicht ein bisschen nach Hase. Deswegen nehmen wir uns jetzt das nächste. Und ich würde sagen, Hannes, weil ich dich so lieb habe, gibt es jetzt die Frühlingsgefühle. Das ist nämlich das nächste Bier im Ostermann-Eier-Paket. Frühlingsgefühle. Hat auch wieder 4,9%, so wie das davor. Mit Gerstenmalz, Edition Spaßbiere, Osterei für Männers. Ne? Wir schenken ein. Der Wurstsack kriegt auch wieder den Rest. Zack, das ist der Wurstsack. Guckt es euch an. Wir schenken es ein. Ja, das ist aber wunderbar, wie das hier reinfließt. Magst du was abgeben oder soll ich was abgeben? Hier, bitteschön. Schenkst dir ruhig ein, bis du die Ohren wieder rauskommst. Ja, ey, wo. Du nicht, hier ins IPA-Glas, genau. Braun, haben wir nein da. Ach so, du brauchst kein Glas, wir riechen mal kurz am Schaum. Gut. Erinnert mich ein bisschen an den Geschmack von vorher, vom Geruch her. Erinnert mich der Geschmack vom Geruch an vorher. Sieht so ähnlich aus wie das davor, von der Farb, von der Konsistenz. Es gleicht sich ein bisschen. So, nicht zu bitter, nicht zu herb, schmeckt nach Bier, bis ich sterb, ne? Was sagt jetzt der Starbeauftragte? Ja, immer noch dasselbe wie vorher. Schmeckt so ein bisschen exportbiermäßig, meiner Meinung nach. Da kommt Parallelen auf, meint er also. Der Hannes ist begeistert, wie ich höre. Nee, begeistert nicht, aber... Das erste war besser. Ja, das erste war auf jeden Fall besser. Das erste war auf jeden Fall besser. Jetzt, wo du sagst, merke ich auch, das erste war bedeutend besser. Ja. Da hat man nämlich das zweite noch nicht getrunken. Richtig. Wisst ihr, wie das ist? Je mehr ihr trinkt, desto schlimmer wird's. Richtig. Das erste war das Beste. Wir müssen jetzt den Rest noch austrinken, denn wir haben ja noch zwei Biere da. Da ist ja ein Penis drauf, sehe ich gerade. Das ist aber nicht in ihr Ernst. Das ist das für Männer, so ein Penis. Ja, das ist ein Eier. Ja, das ist ja auch das Osterbier. Die Eier sind ja schon versteckt, aber... Was hat Ostern mit Penissen zu tun, du? Ja, weil die Eier schon versteckt sind. So, wir kommen jetzt hier zum I Love You, so wie es aussieht. Wen das denn? Das kommt diesmal in einem roten Etikett, wieder rote Bierfummel hier. I love you. Da seht ihr einen braunen Hasen, ihr seht einen weißen Hasen. Wir haben 0,33 Liter, wir haben 4,9% Edition Spaß Biere. Da bin ich mal gespannt. Das hat bestimmt eine sehr malzige Note durch das rote Etikett. Aber warum trinkst du das mit mir und nicht mit der Sandra? Das ist I love you. Bier. Das war der Grund. Ah, weil okay. Die Sandra ist gerade nicht da und die Sandra, die trinkt auch kein Bier. Okay. Und die Sandra heißt auch nicht Hannes und zeigt sich gerne im Internet. Nee. Die Hannes, genau. Ja, und das ist ja schon, dass der Faden geschossen wurde. Ja, ja, ja. Das heißt, wir schenken mal ein auf jeden das Fall. Edition Spaßbier. Da kann ich den Ich bin dran. Hannes, du bist dran. Jeder ich bin dran, abzugeben. Sprich dein letztes Gebet. Ja, das habe ich sowieso schon. So, fertig. Hier, das ganze Bier ist drin, weil I love you, ne? Es gibt sogar beim Bäcker in Beining, gibt es immer beim Nahstedt, gibt es I love you und I love you more. Das sind so Eierbrötchen mit Schinken drauf. So mit Rührei, die sind übelst genial. Oh. Hier ist leider kein Rührei drin, aber ist auch egal. Weil das Rührei kann man eh nicht trinken. Das mag ich auch. Riech mal kurz. Riecht nach Furt. Na was? Wie riecht's? Wie versteckt der Eier? Es ist auf jeden Fall klar. Ähnlich klar wie die davor. Der Schaum ist da. Ach, der Hannes hat's schon leer. Ja. Guck, da brauchen wir gar nichts mehr machen. Wir stoßen mal an. Ja, Prost. Machen wir hier Prost. Für den Biermann in der Bierschau. Gucken mal, wie das schmeckt. Ah.
Wenig herb. Ja. Wenig bitter. Ja. Schmeckt wie ein normales Bier. Mit einer bierigen Note. Ja. Was sagt der Fachmann? Das definitiv und es ist definitiv. Sehr mild. Sehr mild. Schmeckt nach sehr mild. Ja. Also von den dreien ist das mildeste, ja? Ja. Würde ich schon sagen. Und das zweite war besser wie das erste, ja? Auf jeden Fall. Und mild ist immer noch besser als zwei, ja? Mild ist besser als drei. Wir haben das ist doch die drei. Ja, genau, eben deswegen. Draußen ist Kälte. Hannes hat es schon wieder geschafft. Kaum es reinzubringen. Okay, ich glaube, wir trinken einfach den Rest. Ja. Dann kann der Hannes nochmal neu sortieren in den Kopf drin. Genau, ja. Prost, erstmal Prost nochmal. Wie er extra sein Ding da reingehauen hat. Oha. Ach, hier der schon, hallo. Yo, Fräule. Hallo, Eva. Hannes. Ja, Ramon. Der Efeu ist gerade reingekommen in the Hood. Ach ja. So, Gott sei Dank. Wir versuchen das gerade kurz fertig zu machen. Dann hat die Efeu ihren Auftritt. Ne? Ja. Wir haben nämlich was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Oh, jawohl. Das ist nämlich das letzte Bier vom Osterspezial. Wie heißt das nochmal? Osterbräu. Das Osterei für Männer. Ja. Achtmal Pilz ich hab meine für den Osterspaß. Ich habe meine schon versteckt. Die Leute hier werden denken. Wir haben jetzt hier noch einen Osterbräu. Bisher hat man ja kein Osterbräu. Es wird langsam Zeit für einen Osterbräu. Auf diesem Osterbräu seht ihr hier einen. Was ist das? Ja, mein Dull ist gerissen. Eva, weißt du, was das ist? Ja. Was? Das ist es? Das ist ein Ohr. Ein Ohr? Ja, ein durchtrenntes. Oster. Fliegender Penis. Ein durchtrenntes Ohr. Seht ihr diesen Penis? Auf diesem Osterbräu ist einfach ein fliegender Penis. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch lustig ist oder schon ins Vulgäre geht. Ja. Wir machen es auf jeden Fall mal auf. Wir lassen uns nicht abschrecken. Wir werden noch dieses Bier einfüllen. Wir werden schauen, wie das schmeckt. Hast du ein schöner Tisch? So. Ja, den haben wir auch mitgebracht. So. Gibst du was ab oder soll ich was ab? Bitte schön. Ja, gib was ab. Okay. Herr Generalstab, für Sie einmal. Hey Gunther, alles klar. Ein Bier ist noch im Tasting drin. Zum Verlosen. Der Hannes hat es geschafft. Das war's. Dem Bier zu zeigen, wo der Weg lang geht. Ja. Hannes wenn hat es wieder mir wieder mal nichts gegönnt. Weiter findet. Du hast doch was bekommen. So. So, ich würde sagen, Hannes. Achso, warte mal. Was guck dir mal die Farbe an. Ja. Erinnert mich. Da fehlt doch Gäbel drin. An das davor. Das sieht auch so ähnlich aus. Der Geruch ist auch so ähnlich. Wir können ja mal hier anstoßen und prosten. Prosten. Prost. Jawohl. Und schau mal, wie das schmeckt, ne? Schauen wir mal. Oh, das ist ja süß. Das sind zwei Hasen drauf, aber der eine Haus. Hannes, du musst einen Schluck trinken, Feedback abgeben und dann musst du doch noch mal gucken, ob das stimmt, was du gesagt hast. Ich sag euch, ich krieg das nicht hin. Das heißt, der Hannes sagt, das ist das Beste. Na. Du hast aber auf jeden Fall am meisten getrunken davon. Ja, aber ich fand immer noch das zweite oder das dritte Mal. Immer noch das Beste. Der Hannes weiß nicht mehr, was das Beste war. Ja, das weiß ich nicht mehr. Ich sag mal so viel. Es ist wenig herb. Ja. Es ist nicht so bitter, ne? Auch. Wie ein normales Bier. Oh, gut ist es immer noch. Riecht wie ein Gurt, genau, ein Gurt aus dem Auto, den euch umschnallt, deswegen sagen... Wir Bayern sagen immer, haut nein. Haut nein den Gurt ins Gesicht, fertig, wenn genau, er wegklatscht. Genau, richtig. Trinken mal kurz den Rest. Schüttet euch in die Kiemen. Rest. So. Und jetzt das Große, der Mindfuck am Ende. Oh ja. Diese Box mit 8 Biers, die 8 Biers beinhaltet hat,
Ich habe die Spritze dabei. Hat nicht nur 8 Biers beinhaltet und 4 verschiedene Etiketten, sondern hat auch genau 8 die gleichen Biers. Versteht ihr? Wir haben jetzt 8-mal genau das gleiche Bier getrunken. Und der Hannes hat es jetzt 4-mal anders wahrgenommen. Ja. Er hat deutliche Differenzen gesehen zwischen den Biers und da konnte unterscheiden, das war besser, das war schlechter, das war besser. Das hat mehr gemundet. Sein Favorit war der, was? Der Hasenpfeffer? Nee, ja, der, genau, der war der erste oder so. Ich hab keine Ahnung. Das heißt, ihr könnt auch Spaß haben, wenn ihr immer nur das Gleiche macht, ne? Richtig. Deswegen. Das wird die der IVR gleich noch antesten. Was ist das? Ja, das ist genau. The World's Strongest Beer. Ja. Das war es jetzt von unserer Seite aus. Ja. The World's Strongest Beer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Oh. Ja. Nicht anfassen. Hilfe. Ah. Was? Viel Spaß euch. Nein, pass mich an, los. Ja! Jawohl! So, peace out, Vorhaut. Bis zum nächsten Mal. Euer Ranchis. Und wenn ihr auch schon Osterbier getestet habt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr das Osterei für Männer hattet, schreibt es mir in die Kommentare. Ja. Wenn ihr gar keine Eier habt, schreibt es auch mal rein. Ja, und frohe Ostern. Wenn ihr euch auf Ostern freut, nächstes Jahr vielleicht, ja, dann schreibt es auch mal rein. So. Jetzt Peace out, Vorhaut, euer Ramses.